Ja, also heute knappe Niederlage gegen Röndorf. Mit welcher Erwartung bist du ins Spiel gegangen nach der schweren Woche mit den vielen Verletzungen und Rückschlägen? Ja, also ich hatte hohe Erwartungen, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe das auch in der Mannschaft auch so kommuniziert. Die Mannschaft trainiert seit einigen Wochen sehr gut. Die Stimmung ist trotz der Niederlagen nach wie vor sehr gut. Und wir hatten das Spiel nicht in der Art und Weise verloren, dass die Lichter uns das genommen haben, sondern wir haben es denen hergeschenkt. Und ich wusste, wenn wir diese Fehler abstellen können, dass wir auch trotz vieler Ausfälle eine realistische Chance haben und das Spiel vor allem knapp gestalten. Und das hat uns ja heute auch sehr lange Zeit gut gelungen. Ja, also ich würde auch kurz auf das Spiel von heute zu sprechen kommen. Im letzten Viertel bis auf 3 Punkte nochmal dran gewesen. Da haben alle noch an die Sensation geglaubt vielleicht. Jeder hat sich reingehängt und auch von der Bank. Nico hatte einen super Tag heute. Wie warst du zufrieden dann mit der Leistung heute? Also kurze vielleicht Analyse zum Spiel. Ja, die Jungs sind vorbildlich auf dem Feld gewesen. Wir haben alles gegeben. Der Einstellung ist keinen Vorwurf zu machen. Allerdings hatten wir in der Verteidigung schlicht und einfach Matchup-Probleme. Natürlich, der ein Allrounder ist, von 2 bis 4 alles spielen kann. Das haben wir nicht lösen können und das hat uns letztendlich auch Sieg gekostet. Also ich denke, dass heute mit Kevin, der ein überragender Verteidiger ist auf der Position, dann das wieder ganz anders ausgeschaut hat. Ja, du sprichst es an, die Sperre von Kevin. Nächste Woche in Nördlingen ist er wieder dabei, glaube ich. Wie sieht es bei Alex aus? Weiß man schon was bei seinem Sprunggelenksverletzung? Also Kevin kehrt zurück. Wir werden in Nördlingen ihn wieder dabei haben. Alex wird noch eine Weile ausfallen. Der hat einen Bellerriss und wir hoffen, dass er in circa 4 bis 6 Wochen, also sehr optimistisch 4 bis 6 Wochen wieder dabei ist. Das ist natürlich jetzt bitter und das passt halt in ein das Jahr hinein, das alles dabei hatte von Verletzungen, weitere Verletzungen, durch so abgängige Spieler und so weiter. Alles klar, dann danke. Nächste Woche in Nördlingen, auch noch kurze Information. Wer mit dem Teambus mitfahren möchte nach Nördlingen, um die Mannschaft zu unterstützen, kann sich gern per E-Mail an uns wenden und einfach mitfahren nach Nördlingen. Spielt, glaube ich, Samstag, oder? Samstagabend, 19:30 Uhr. Alles klar, danke schön.